Ach, ist das herrlich, oder? Es hat so ein bisschen was von Urlaub. Nein, es fühlt sich an wie Urlaub. Trotzdem bin ich natürlich hier zum Arbeiten. Aber ich habe diese kleine Pause genutzt, mal kurz mit meinem Telefon zu spielen. Die haben ja heutzutage 100.000 Apps. Eine von meinen Lieblings-Apps ist Angry Birds. Wer spielt das heutzutage nicht? Trotzdem braucht es natürlich jemanden, Safety First, der diese Apps überprüft. In diesem Fall ist es der TÜV Rheinland. Und wie sich genau das gestaltet, wenn man so als Security im Telefon unterwegs ist, das zeigen wir euch jetzt. Check your app. So heißt die vom TÜV Rheinland entwickelte Online-Datenbank, auf der alle TÜV-geprüften Apps gelistet sind. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, auf welche Daten eure Apps zugreifen und was sie damit anstellen? Ich bin übrigens Lisa Frischer vom TÜV Rheinland und wir haben ein neues Prüfverfahren für Apps entwickelt. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt gemeinsam mit dem Experten einmal an. Viele Apps lesen Daten aus, die die App gar nicht benötigt. Um sowohl Verbraucher als auch Anbieter zu schützen, hat TÜV Rheinland ein hartes Prüfverfahren entwickelt. Lisa sucht den Projektleiter des Online-Portals Check Your App auf, um zu erfahren, was es mit diesem App-Siegel auf sich hat. Guten Morgen, Jungs. Guten Morgen, Lisa. Morgen, Lisa. Na, bist du neugierig? Ja, ich komm doch einfach mal rum. Ja. Ja, Hans, ihr habt ja jetzt dieses tolle Prüfverfahren für Apps entwickelt. Aber wieso muss man Apps überhaupt prüfen? Tja, Lisa, wir haben schon vor über einem Jahr festgestellt, dass Apps Daten übermitteln, die nicht angebracht sind. Das heißt, Daten, die nicht für die Funktion der App notwendig sind. Beispielsweise, wenn ich einen Bahnhof suche in der Nähe, dann muss ich keine Adressdaten übermitteln an irgendwelche Surfer. Und das haben wir jetzt gelöst mit unserem Prüfverfahren. Das Prüfverfahren, das wird ja in zwei Modulen getestet. Das heißt, wir testen eine Eigenerklärung, die der App-Anbieter an uns abgibt. In der Eigenerklärung erklärt er uns dann, was ist der Gedanke der App, was soll die tun, das heißt, welche Funktion, welchen Mehrwert soll sie dem User bieten, aber auch, welche Schnittstellen am Gerät werden angesteuert, also Ausgabeschnittstellen. Damit meine ich nicht den Anzeigebildschirm, sondern eher die Wi-Fi-Verbindung beispielsweise. Und mit welchen Daten arbeitet diese App dann und welche Daten übermittelt diese App dann über diese Schnittstellen an Surfer weltweit. Wenn ich jetzt eine unseriöse App heruntergeladen habe und die meine Daten ausliest, was passiert denn dann genau mit meinen Daten? Das ist ja dann nur eine App. Du hast ja sicher mehrere Apps, aber grundsätzlich, die Daten, die werden weltweit an irgendwelche Surfer versandt und dann derzeit über die Werbeindustrie verarbeitet. Das heißt, es ist personalisiertes, personenbezogenes Marketing. Hinter welchen Informationen sind denn diese Marketingfirmen her? Es gibt beispielsweise Werbenetzwerke, wo auch der App-Anbieter nur denkt, er hat ein Werbenetzwerk, das er ansteuert mit deinen Daten. Dahinter stehen aber 10 oder 20 andere Werbenetzwerke und da geht es in der Regel nicht nur um Gerätenummer oder solche Sachen, sondern da geht es teilweise auch um Geoposition, das heißt über die Standortdaten des Nutzers kann ein Bewegungsprofil erstellt werden und das sind natürlich hochsensible Bereiche. Wenn man auch bedenkt, dass man mit den Informationen der einzelnen Adapter auf dem Gerät dann bei einer Anmeldung über einen Account, zum Beispiel bei Facebook oder sonst wo, in der Lage ist, diese Daten wieder auf einen Klarnamen, auf eine Person zurückzuführen, dann wird schon sehr kritisch. Wie sieht denn konkret ein solches Prüfverfahren aus? Hans, ich habe jetzt hier eine spezielle App. Kannst du mir die mal testen? Ja, sehr gerne, Lisa. Die testen wir doch direkt. Und zwar bediene ich die App ganz einfach so, wie du das auch tun würdest. Und hier auf dem Monitor kannst du schon den Datenverkehr sehen, der jetzt durch diese App initiiert abläuft und auch der zurückkommt. Du kannst es nur nicht in Klartext sehen, das kannst du auf dem nächsten Arbeitsplatz. Dort kannst du dein Gerät, das du verwendest, sehen. Und auf dem Arbeitsplatz hier findet direkt die Auswertung statt. Und dort ist markiert, dass diese App genau jetzt unsere Geodaten an einen amerikanischen Datensammler gesendet hat. Die würde unseren Test also nicht bestehen. Das heißt, Check Your App ist für alle Seiten gut. Wenn Sie die nicht in unserem Portal finden, checkyourapp.de, dann legt der App
Anbieter entweder keinen Wert darauf, dass er drin ist, oder er hat den Test nicht bestanden, so wie diese App. In unserem Verbraucherportal checkyourapp.de findest du dann die App, die du suchst, mit Beschreibung und entsprechenden Prüfzeichen und der Möglichkeit, die direkt aus dem Store runterzuladen. Ziemlich coole Sache. Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass meine Daten nicht immer sicher sind. Bei meinem nächsten App-Download schaue ich definitiv bei checkyourapp.de vorbei, um mir keine Datendiebe herunterzuladen. Ich hoffe, ihr fandet es genauso interessant wie ich. Bis dahin. Tschüss. Also, wer clever ist, erst checken, dann appen.